Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wie ihr seht, bin ich auch wieder da. Mein erstes Video in diesem Jahr hier. Ich hatte ja Pause. Erst war es eine gewollte Pause. Ich hatte schon so ein bisschen Ahnung, dass irgendwas vielleicht nicht ganz so klappt, wie ich mir das vorstelle. So ist es dann auch gewesen. Ich war im Krankenhaus. Also ich möchte jetzt nicht groß rumjammern. Ist okay, passt alles soweit. Aber es hat mich brutal ausgebremst. Also ich war jetzt insgesamt mit vor dem Krankenhaus insgesamt so 12 Wochen oder so krank. Das ist natürlich schlecht. Und für Leute wie mich hier oder euch nicht raus zu können, ist das ein hartes Ding. Naja, also ich bin operiert worden beim Krankenhaus, nur 2 Tage, Gott sei Dank. Mehrmals davor und auch wieder danach. Danach deswegen, weil ich Dummbacke, konnte es nach einer Verbesserung nicht aushalten, drin zu bleiben in der Bude. Musste eine Übernachtung machen, die übrigens auch wunderschön war. Ein absolutes Mega-Highlight in diesem Jahr. Und da werden bestimmt noch mehrere kommen. Ja, aber dann hat sich die Wunde wieder geöffnet und ich lag wieder da. Ich bin jetzt ganz vorsichtig geworden und überlege mir genau, was ich mache. Hier, der Wald ist nicht weit von mir weg. Also da kann ich doch relativ nah mit dem Auto hinfahren, gebe ich zu, und laufe vielleicht 10 Minuten. 10 Minuten ist für mich absolut okay. Mehr geht momentan nicht, habe ich festgestellt. Dumme Sache. Aber ich wollte euch auch ein bisschen erklären, also wie gesagt, hier keine Jammerei, vergisst es, wird schon wieder werden, was ich so die nächste Zeit vorhabe. Es sind ein paar tolle Touren geplant, eine weiß ich nicht, wird sich entscheiden, ob ich machen kann, die wäre jetzt demnächst schon, und ich habe wirklich große Angst, dass dann wieder was passiert und ob ich dann nicht vielleicht irgendwie auch die ganze Tour irgendwie ein bisschen ausbremse mit meiner Verletzung, das weiß ich nicht. Also muss ich mir noch gut überlegen. Geplant habe ich hier auf meinem Kanal eine Dokumentation zu machen über ein Thema, wieder so ähnlich wie das Thema mit der Angst. Also mal was Interessantes, bedeutet auch ein bisschen Vorbereitung immer und so weiter. Das hat auch noch Zeit. Es gibt einige Sachen, die ich noch getestet habe, in der Testphase habe, Produkte und so weiter, wie immer. Mache ich sehr gerne, aber ihr wisst ja selber, bevor ich dann irgendwas zeige, möchte ich erstmal auch wirklich wissen, was dasjenige Ding kann und wie es so drauf ist, wo die Schwächen sind und die Stärken. Kommt eher selten vor, dass ich schnell mal was gleich zeige. Ja, so, das sind so die nächsten Pläne. Also Übernachtungen auf jeden Fall wieder. Viele, viele tolle Sachen. Wir haben hier ein bisschen Schnee noch. Kann man ja wirklich froh sein. Und nein, im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Ja, ich habe ein Paket bekommen aus der Schweiz. Vom lieben Daniel. Danke, Daniel.
Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich deinen Namen sage. Du hast ja keinen Kanal, aber du hast mir eben ein Paket geschickt. Unter anderem wieder Schweizer Schokolade. Saugeil. Sehr lecker. Und was ich auch sehr interessant finde, ist dieser kleine Stift hier. Ups. Du musst erst mal, dachte ich erst was mit dem Marker oder so. Das ist eine Zahnbürste in Kleinformat mit Mini-Zahnpasta. Richtig süß, oder? Ist doch geil. Kann man auf jeden Fall gebrauchen draußen. Nimmt kaum Platz weg. Echt hammer, genial. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ich kann ja nicht alles mitnehmen, das war dieses Pouch hier. Das ist so ein Päckchen. Wenn man das aufmacht, ganz Oldstyle-mäßig ist das ein Schuhputzset. Viele Taschen, viele Bürstchen und Cremes. Finde ich super, super interessant. Schaut irgendwie cool aus, gefällt mir so ein bisschen Trapper-Style irgendwie. Und ja, ich mag halt diese Old-Style-Geschichten auch sehr gerne. Und wenn man möchte, kann man ja da auch was anderes reintun. Finde ich auch absolut top. Ja, wegen dem Katoma-Gewinnspiel noch, wollte ich sagen. Ich habe es verlängert bis zum 15.02. Wer jetzt noch mitmachen möchte, kann dies tun. Unter dem Katoma-Video habe ich eure Namen reingeschrieben von den Leuten, die mitmachen, die VAs und die, wo halt eben Text geschrieben haben. Wenn einer nicht mehr mitmachen möchte oder ich einen vergessen habe, meldet euch bitte. Schaut in das Video nochmal rein, das ist sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass da jemand übersehen wird. Ja, also ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Zeit. Es wäre genau mein Wetter jetzt eigentlich. Sonne geht unter, ist schön kalt. Bisschen Schnee ist da. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt Biwaksack rausschmeißen und drin schlafen. Geht aber nicht in diesem Wald. Sehr viel Betrieb. Die Förster waren auch vorhin hier. Harvester war hier und jede Menge Arbeiten. Und abgesehen davon bin ich ja auch noch leider krank. Gut, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann einfach hier bei mir im Kanal, beim nächsten Mal wieder hier in der Natur. Bis dahin, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich sagen wollte. Denke nicht. Macht es gut, servus, ciao.